Guten Morgen, Dustin. Guten Morgen, liebe Clubmitglieder. Guten Morgen, liebe Gäste. Ist mir eine große Ehre, heute wieder dabei sein zu dürfen. Raus aus dem Trading, rein in die Aktien. Ich bin schon gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, willkommen zum Marktupdate. Ich glaube, das ist tatsächlich auch für Trading relevant. Natürlich gucken wir auch verstärkt auf die Aktienmärkte und viele haben von euch ja die großen Indizes sowieso im Blick. Aber wir wollen noch so ein bisschen das ganze Bild mal zusammenfassen und gucken, was ist eigentlich die Woche passiert und was steht diese Woche vor allem an wichtigen Daten und Fakten an. Und wir werfen einen kurzen Blick auf die Highlights. Wir haben es mal so ein bisschen rausgeholt. Ja, die FED und das Thema Zinsen ist ja immer wieder ein Highlight. Ich habe letzte Woche noch davon gesprochen, dass wir hier eventuell den Zinsgipfel erreicht haben. Jetzt kippelt das Ganze wieder so ein bisschen, kann man so sagen, weil zumindest Töne von Powell kamen und er hat gesagt, ja, Zinsen, wir müssen mal gucken. Er weiß noch nicht, ob der Gipfel erreicht ist. Der Markt, wir gucken gleich mal drauf, sieht das so ein bisschen anders eventuell und sieht eher, dass die Zinsen tatsächlich jetzt so an ihrem Gipfel gelandet sind. Dementsprechend auch der Blick auf die Anleihenrenditen, denn die haben das Ganze am Markt wirklich abgebildet. Also dort haben wir wirklich gesehen, wie Zinsen sich bewegt haben im Verlauf der Woche. Wir hatten ja sehr, sehr gute Wochen hinter uns und hatten sehr, sehr starke Wochen, in denen kontinuierlich eigentlich diese Anleihenrenditen gefallen sind. Und jetzt ist diese etwas sensiblere, etwas sensitivere Zwei-Jahres-Anleihe wieder so ein Stück nach oben geschossen, weil man doch dann die Befürchtung hatte. Wir gucken aber uns das gleich mal im Gesamtbild an. Ja, und wir hatten größtenteils eigentlich solide und gute Quartalszahlen. Also ziemlich viel Plus diese Woche auf dem Zettel. Und 15.400 Punkte haben wir gerade eben überschritten. Also auch das aus der charttechnischen Seite. Genau, spannend. Genau das ist das Thema. Ich habe es hier gerade mal gezeigt. Wir sehen es ganz gut. Hier einmal den DAX auf einem Eintageschart und ich ziehe mal wieder uns in den Beginn der letzten Woche, kann man so sagen. Und ja, da sehen wir ja, quasi hier ist jetzt der jetzige Montag gewesen und dann sind wir hier ein ganzes Stück trotzdem nach oben gelaufen. Also der DAX hatte grundsätzlich eine ganz positive Woche. Du hast es gesehen, wir sind jetzt bei diesen 15.400. Wir sind aber immer noch unterhalb der 200-Tages-Linie, wie wir ganz gut sehen können. Also wir haben noch ein bisschen Platz, bis wir wieder auf den wirklich hohen Niveaus sind. Aber wir einigen uns so mal auf zumindest einen Trend gerade und wie man so an der Börse gerne sagt, the trend is your friend. Dementsprechend ja, hofft man natürlich, dass das weiterhin Bestand hat und dass man weiterhin jetzt dieses positive Momentum mitnehmen kann. Ein bisschen durchwachsener, aber trotzdem recht positiv sah es aus, wenn wir auf die großen Indizes in den USA blicken. Auch hier mal der Blick auf die letzte Woche und wir sehen es. Ja, hier gab es diese Kommentare oder quasi den großen Kommentar von Powell und da sieht man so ein bisschen die Schwankung auch im Markt. Also wir hatten zwar grundsätzlich ein positives Momentum, aber in der Summe haben wir ja gesehen, dass es sich so ein bisschen abgeflacht hat. Also wir hatten Feierlaune, kann man so gut sagen, aber die Feierlaune hat nicht kontinuierlich angehalten, weil wir halt ja, einfach diese Nachrichten bekommen haben. Ähnliches haben wir tatsächlich auch gesehen, wenn man auf die kleineren Indizes blickt. Hier mal so mit einem Blick auf den Nasdaq, der ja oberhalb der 200-Tages-Linie liegt, wie man hier ganz gut sehen kann. Auch hier auf die letzte Woche mit dem Kommentar und dann trotzdem dieser Trend. Und wir haben ja noch diese Linie eingezeichnet gehabt, die man sieht, sie ist weiter auf einem positiven Momentum. Also weiterhin sehen wir eigentlich, dass die Linie noch nicht durchbrochen wurde, diese kleine Minilinie, die wir hier zumindest eingezeichnet haben. Sieht nach einer Feierlaune, weil der Nasdaq ja sehr stark getrieben ist mit steigenden Zinsen oder fallenden Zinsen. Gerade die Technologiebörse, die seit einiger Zeit ja ganz schön gebeutelt waren, ja. Genau, das sieht man auch. Also wir haben jetzt hier mal, das ist jetzt mal hier die 10-Jahres-Anleihe, 10-Jahres-Rendite kann man so sagen. Da sieht man auch, wir hatten ein bisschen Schwankungen. Es ging ja so ein bisschen auf und ab, aber die 10-Jahres-Linie war nicht wirklich betroffen. Also langfristig hatte man eigentlich keine großen Sorgen, dass man jetzt auf höheren Niveaus verharrt. Wir haben ja letzte Woche mal diese Pivots gezeigt, auch aus Sachen der FED, wo man gut sehen konnte, wie langfristig die FED-Banker das Ganze einschätzen. Ein bisschen mehr Bewegung haben wir tatsächlich gesehen, wenn wir jetzt mal auf die 2 Jahre hier blicken. Jetzt muss ich mal hier rüber wechseln auf die nicht die 20 Jahre nehmen, sondern wir gucken, versuchen natürlich die 2 Jahre uns hier mal anzusehen, sofern wir sie denn hier gezeigt bekommen, muss man so sagen. Das sind alles die 20 Jahre Varianten. Dann nehme ich sie direkt aus der Liste raus. Und hier sehen wir,
dass wir ein bisschen mehr Bewegung hatten. Und auch hier gehe ich, wie gesagt, mal auf den Montag und da sehen wir, dass die doch ziemlich hochgeschnellt sind, auch über diese 5%, jetzt aber dann wieder zurückgekommen sind, was aber halt wirklich diesen guten kurzfristigen Zeitraum eigentlich angeht. Also man hat gedacht, oh, kurzfristig könnte sich noch was bewegen. Ich meine, das ist auch der Rahmen, wo wir uns in den Leitzinsen hier gerade bewegen, wenn wir so auf die Fed-Leitzinsen gerade schauen. Wir sehen aber halt, wie gesagt, langfristig, dass nicht wirklich was sich gerüttelt hat. Also der Markt ist sich ziemlich sicher, dass wir da doch ein etwas ja, gesitteteres Niveau erhalten haben. Interessanterweise hat sich in Deutschland auch eigentlich nicht wirklich was gezeigt. Also dort war man sich trotzdem sehr sicher. Es gab da so einen kleinen Schreck, das sehen wir hier. Aber auch hier haben wir grundsätzlich weiterhin diesen abfallenden Trend, was die Zinskurve bei den Anleihenrenditen betrifft. Und dementsprechend ja auch weitere Feierlaune eigentlich so am Markt. Was ganz spannend ist, ist auch nochmal ein Blick hier auf den Hang Seng, muss man so sagen. Denn ja, es gab wieder Exportzahlen aus China. Werfen wir gleich nochmal einen Blick drauf. Und diese Exportzahlen aus China haben auch ganz deutlich gezeigt, dass die Wirtschaft in China nicht in bester Verfassung ist. Also sie lag unter den Niveaus, die man erwartet hat. Ein stärkerer Rückgang der Exportleistungen, dafür eine stärkere Zunahme der Importleistungen. Also da schwächelt so ein bisschen China als große Exportnation und das hat sich auch in den Aktienmärkten niedergeschlagen. Ich gehe mal hier auf den Wochenchart, da wird das Ganze nämlich natürlich ein bisschen deutlicher. Also wir sind jetzt hier wirklich wieder auf den Niveaus von der Vor-Corona-Zeit eigentlich ungefähr angelangt. Also wenn man hier so 16 nimmt, dann waren wir in einem Hoch in 20 und jetzt geht es halt hier weiter wirklich bergab. Also wir sehen, dass der Hang Seng weiterhin zu kämpfen hat und auch diesem Trend eigentlich nicht wirklich entfliehen kann, auch wenn er mal diesen Zacken hier hatte und wir wirklich ja, fast schon wieder hier auf Niveaus sind, wie wir sie nach der Finanzkrise gesehen haben, zumindest bei dem breiten Hang Seng Index. Und ja, da wartet man eigentlich so ein bisschen vergeblich darauf, dass das wieder mehr in Schwung kommt, dass die Wirtschaft weiterhin irgendwie gepusht wird von der Regierung. Und das findet aktuell, muss man einfach sagen, nicht statt. Zumindest in China nicht. Wie gesagt, in Europa sieht das ganze Bild ein bisschen positiver aus. Und das trotz dieser Thematik, und ich habe es nochmal mitgebracht, das Thema US-Government Debt ist ja immer mal wieder so in der Schwebe. Und worüber spricht man eigentlich? Es geht darum, dass natürlich immer mehr Schulden angehäuft werden. Das kennt man bei uns in Europa, das kennt man aber auch aus den USA. Und diese immer stärker werdenden Schulden, die man hier in dieser weißen Linie abgetragen sieht, also die wachsen deutlich, deutlich an, eigentlich seit der Jahrhundertwende, muss man so sagen. Und die Treasury-Yields, die wir gerade eben gesehen haben, die sind hier in der blauen Linie angetragen. Und warum ist das so ein bisschen kritisch? Naja, wenn natürlich die Zinsen, die ich zahlen muss auf meinen steigenden Schuldenberg, ja, wenn die tief sind und nicht so weit steigen, dann habe ich auch nicht so Probleme damit, meine Schulden zu bezahlen. Also wenn man das mit so in Relation setzt, ja, im Jahr 2005 hatten wir deutlich weniger Schulden in den USA, aber auch einen deutlich, deutlich höheren Zinssatz, also hier mit knapp 4%. Jetzt haben sich die Schulden vervierfacht, muss man so sagen, aber der Zinssatz ist halt in der Zwischenzeit hier deutlich runtergekommen, hat sich auch geviertelt. Dementsprechend waren wir eigentlich so ein bisschen in der Waage. Und jetzt sehen wir aber, wir haben hohen Schuldenberg und hohe Zinsen. Und das ist natürlich ein Kein guter Problem. Cocktail. Genau, das ist natürlich ein Problem, wenn man langfristig darauf schaut. Wir sehen das in Europa, in Italien ist das immer wieder ein Thema, in Spanien ist es ein Thema. Auch in Deutschland ist es, muss man sagen, ja, natürlich ein Thema, aber auch ganz deutlich zu sehen in den USA. Und das ist auch ein Grund, warum viele sagen, ja, irgendwo muss die Fed Halt machen, weil das muss man halt stemmen können. Und langfristig das zu stemmen, ist nun mal gar nicht so einfach. Und ja, ein Grund, warum halt auch viele sich jetzt doch relativ sicher sind, hey, wir haben das Maximum erreicht, weil weder die Konsumenten das tragen können, auch dort häufen sich die Schulden an, noch doch der US-Staat sich das leisten kann. Dementsprechend das mal hier so als Bild, als die Erklärung, um das Ganze nochmal so ein bisschen einzusortieren. Um das Exportthema in China mal so ein bisschen einzusortieren. Hier sieht man ganz gut diesen Rückgang, den man eigentlich hatte in den Exporten. Also hier so ein Maximum, ja, 2021, 2022 mit dem Exportmaximum und jetzt doch dieser deutliche Rückgang und wie gesagt, deutlicher, als man auch erwartet hat. Und das zeigt sich in den Exporten, aber es zeigt sich auch so ein bisschen in ja, den Earnings per Share, also in den Gewinnen pro Aktie. Wenn man hier jetzt mal mit dem Blick auf China schaut, also man sieht hier abgetragen den MSCI China und
der sagt uns eigentlich, okay, wie werden künftig die Gewinne pro Aktie sein? Und da sieht man, ja, wir verharren hier auf sehr, sehr tiefen Niveaus und Niveaus, die aber hier scheinbar so eine Unterlinie erreicht haben, die aber halt deutlich über den Vorjahren lagen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum der Aktienindex halt nicht so richtig in Schwung kommt, weil hier wird die Zukunft abgetragen. Wir wissen es, an der Börse handeln wir die Zukunft. Und wenn beides halt ja so ein bisschen einen leicht negativen Trend hat und noch nicht etwas Positiveres oder positiveren Schwung zeigt, dann ja, zeigt sich so ein Bild, wie wir es hier gerade sehen können. Also, das mal so ein bisschen zusammengenommen und ihr wisst ja, in letzter Zeit, ich spreche immer gerne über verschiedene Szenarien und auch Szenarien, in denen wir uns jetzt gerade befinden. Und es wird gerne einsortiert in ein etwas schlechtes Szenario, das wir hier mit rot markiert sehen, in ein positives Szenario mit dem grünen, im grün abgetragen und das mittlere Szenario quasi einmal in gelb. Und was sagen uns diese drei Szenarien? Naja, entweder passiert Folgendes, die Inflation bleibt weiter hartnäckig. Wir schaffen es nicht, die Inflation in den Griff zu bekommen, sowohl in den USA nicht, als auch in Europa nicht. Insbesondere aber die Energiekrise verschlimmert sich. Also wir kriegen es nicht hin, dass wir wieder günstigere, bessere Energiekosten haben. Und natürlich auch irgendwie im Mix mit der Inflation. Und wir kriegen eine starke Rezession. Also das heißt, die Maßnahmen, die geldpolitischen Maßnahmen schlagen auch stark auf die Wirtschaft. Und alles zusammen wäre ein Cocktail, den du gerade eben beschrieben hast, Carlos, der dazu führen würde, dass wir generell gesamtwirtschaftlich und dementsprechend auch im Aktienmarkt nicht gut dastehen würden. Auf dem ganz politische Seite hast du da gar nicht raufgeführt. Ne? Politisch ist ja auch aktuell ein Thema, absolut, natürlich, was wir nicht unterschätzen sollten. Ne? Genau, bin ich vollkommen bei dir. Aber wir sehen auf der ganz grünen Seite, zumindest wenn wir auf die Wirtschaft blicken, das, wovon immer alle sprechen, wenn sie über das Soft Landing sprechen, das heißt, wir haben eine robuste Wirtschaft, die Wirtschaft bleibt weiter stark. In Deutschland sieht man schon, dass das aktuell zumindest nicht der Fall ist, aber in den USA hat sich die Wirtschaft noch lange, lange relativ robust gehalten. Auch dort merkt man so langsam, ja, kommen die Maßnahmen auch jetzt wirklich an. Die Inflation sinkt aber, und die Wirtschaft bleibt weiter resilient und die Zinsen fallen halt wieder zügig. Also wir kommen sehr schnell von diesem Berg, den wir gesehen haben, wieder sehr stark runter. Also sehr, sehr schnelles positives Momentum quasi für die Wirtschaft und dementsprechend auch für den Aktienmarkt. Im mittleren Szenario, und das ist so ein bisschen das, wo wir ja auch oft drüber sprechen, es ist so ein Mix, dass man sagen kann. Also wir kommen global in eine Rezession, wir kommen global dorthin, dass die Wirtschaft wirklich zum Teil zumindest nicht weiter ein positives Momentum hat, sondern auch einbricht, dass die Inflation zwar abflaut, aber halt nicht diesen starken Rückgang aufweist und dass wir aber trotzdem keine weiteren geldpolitischen Maßnahmen mehr bekommen. Also dass nicht weiter die Zinsen erhöht werden, aber dass wir halt auch nicht so schnell jetzt wieder mal zu unserem alten, guten Nullzinsniveau quasi zurückkommen und dementsprechend eigentlich ein Momentum haben, wo wir so ein bisschen verharren, aber halt versuchen, weiterhin dieses positive Momentum über die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Was glaubst du? Ich glaube sehr stark an das mittlere Szenario. Ich glaube, das habe ich schon öfter ja auch grundgetan, weil viele ja, Indikatoren auch dahin deuten, dass wir in eine Rezession kommen oder teilweise schon dort sind, dass die Wirtschaft zwar nicht völlig einbricht, aber dass wir halt so ein leichtes Abflauen der Inflation haben, weil wir haben ja auch sehr, sehr viele Maßnahmen, die dahin gehen. Man darf aber immer nicht unterschätzen, dass wir halt eine Inflation auch sehr, sehr stark getrieben haben durch unsere Energiepreise. Und das ist keine Inflation, die man grundsätzlich mit geldpolitischen Maßnahmen halt gesteuert bekommt, so wie sich dass man sich das vorstellt, wenn man so an den Fiskus denkt, muss man so sagen, sondern es sind halt Maßnahmen, die über Angebot und Nachfrage mehr getrieben werden und da schafft man es auch nicht durch Zinserhöhungen eigentlich das in den Griff zu bekommen. Dementsprechend glaube ich sehr stark an das mittlere Szenario und darin, dass wir halt diese Probleme auf andere Art und Weise lösen müssen. Was denkst du, Carlos? Zwischen Rot und Gelb. Also grün auf jeden Fall nicht, aber zwischen, ja, weil ich glaube, dass die politische Situation, die wir aktuell haben, nicht so einfach in den Griff zu bekommen ist und da braut sich eher was noch Schlimmeres oder noch Schwierigeres auf uns zu und das ist nicht gut für die Börse. Dass die Börse das jetzt aktuell feiert mit den Zinsstopp ist die eine Seite, aber ich bin gespannt, also ist keine gute Zeit aktuell, finde ich zumindest. Wir befinden uns ja auch immer noch, muss man ja sagen, weit von Hochs entfernt. Also auch wenn wir uns natürlich auf einem relativen Hoch befinden, ist immer noch sehr viel Geld geparkt, weil wir einfach noch ein ganzes Stück auch davon entfernt sind, dass wir jetzt sagen, okay, wir erreichen wieder neue Höchststände. Das ist ja auch oftmals getrieben von wenigen sehr, sehr starken Unternehmen. Und momentan beweist sich wieder, ja, dass Qualität über Quantität eigentlich so geht, was auch die Aktienmärkte eigentlich betrifft. Ja.
Deswegen wollen wir uns natürlich noch ein paar Qualitäts- oder Nicht-Qualitätsthemen angucken, wenn wir auf die letzte Woche blicken. Wir haben nämlich zwei Titel, die sich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich von der Börse verabschieden werden. Und wir starten mit etwas sehr, sehr Negativen, etwas sehr Roten, kann man so sagen. Und zwar starten wir mit WeWork. Haben wir ja schon öfter hier mal angesprochen und ich hole gleich nochmal den Chart raus. War ja ein ständiges Auf und Ab von hohen Bewertungen, von einem verschobenen IPO, von Softbank Investments, die nicht das waren, was man angedacht hatte, bis hin zu, okay, wir gehen doch an die Börse, wir sammeln Kapital ein, weil es ist nun mal ein kapitalintensives Geschäft und wir versuchen, das Ganze in Angriff zu nehmen. Und jetzt gibt es zumindest diesen Insolvenzantrag und dementsprechend wurde auch der Handel an der Börse ausgesetzt. Und ich kann das mal im Chart zeigen, wie sich WeWork eigentlich so ein bisschen verhalten hat. Wie gesagt, langes Spiel hatten wir nicht an der Börse, kann man so sagen. Das ist jetzt hier mal der Wochenchart. Ich gehe zumindest mal auf den Tag, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Also wir sehen, wir waren schon bei deutlich, deutlich niedrigeren Bewertungen, als wir damals sie auch außerbörslich gesehen haben und waren dann auf Hochs, quasi kann man so sagen, im April 21, also in der Euphorie auch quasi post-Covid und sind aber jetzt sehr, sehr stark auch hier ins Schlittern gekommen mit nun diesem Insolvenzantrag hat eigentlich gemündet ist und dementsprechend auch zumindest ein Titel, der sich wahrscheinlich wieder von der Börse verabschieden wird. Es ist die Frage, wie es dort weitergeht, aber WeWork, glaube ich, für viele Investoren zumindest von der Idee her ein schönes Konzept, was sich aber leider aktuell noch nicht in einem funktionierenden Geschäftsmodell abgezeichnet hat. Ich glaube, die haben noch nie schwarze Zahlen geschrieben und wir sind ja Mieter gewesen bei WeWork und ich bin begeistert gewesen von dem Konzept. Ja. Von, gerade wo wir als Traders Club noch kleiner waren, dass wir in so einer großen Dynamik waren mit inspirierenden Leuten auch, die rechts und links rumliefen, gerade jüngere Leute, die auch da ihre Geschäftsmodelle versucht haben zum Fliegen zu bringen. Ja, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwann, also nachdem wir unser Angebot bekommen haben, typisch amerikanisch, mit schon einem stolzen Preis, war dann irgendwie, glaube ich, 300% mehr Miete und dafür hätte ich ein Schloss hier in Hamburg mieten können. Also das war nicht realistisch. Das Modell an sich, glaube ich, ist fantastisch, aber man muss auch realistisch sein. Das war Corona und die meisten Firmen haben dann gesagt, okay, remote funktioniert auch vieles. Ja, und dann sind die remote, glaube ich, teilweise geblieben und dann brauchst du nicht so einen High-Class-Büroservice. Ja, genau, weil und das in Verknüpfung mit den Preisen, die du gesehen hast, hat am Ende und trotzdem musst du diese Kapazitäten vorhalten als großes Unternehmen und ich glaube, das ist so dieser Cocktail, den du gut beschrieben hast, aus einem Konzept, was viele Leute gut finden, weil... Ich konnte immer noch unterschreiben, weil ich glaube, wenn ich ein Startup mit 2, 3 Leuten wäre, dann würde ich mich eher in so einer Gemeinschaft wiederfinden, weil ich dann auch inspiriert werde, rechts und links das Netzwerk, das Netzwerk zu nutzen. Und wir sind ja gestartet bei Mindspace. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es denen geht. Ja, aber man sieht ja große Unternehmen wie Regus Büroservice, die sich lange rausgehalten haben, sind ja dann auf den Zug auch aufgesprungen. Engel und Völkers, die ein großes, sind alle sind auf diesen Bereich mit eingestiegen. Das heißt, haben sehr viel erhofft und dann kam Corona. Das ist schon. Genau, also die ganze Branche, kann man so sagen, Real Estate, gewerblich, Bürothemen sind momentan einfach unter Druck. Kostensparen ist dann auch noch ein Thema. Es funktioniert zum Teil auch remote. Also WeWork bleibt weiter spannend. Ein weiterer Titel, der eventuell, muss man sagen, jetzt wieder von der Börsenlandschaft verschwindet, zumindest ist Telefonica Deutschland. Der Mutterkonzern hat quasi ein Angebot herausgegeben, um die Aktie zu übernehmen. Also wir sind ja da unter dem Markennamen O2 eigentlich unterwegs und man möchte hier 840 Millionen Euro bieten, weil man sagt, hey, das ist unterbewertet, wir haben eigentlich ein gutes Geschäft, muss man sagen, mit dem Telekommunikationsmarkt in Deutschland. Man muss sagen, wir haben ja einen sehr großen Telekommunikationsmarkt in Europa hier in Deutschland und dann auch noch einen sehr, sehr teuren Telekommunikationsmarkt. Also in vielen Nachbarländern und ist das Ganze deutlich günstiger aufzusetzen. Das heißt, man sieht hier einfach, man denkt, die Aktie ist mehr wert und möchte somit sie auch von der Börse. Ich habe die in der neuen Marktphase, habe ich mich auf Südamerika, also da, wo Telefonica sehr stark war, ich hatte die im Depot, leider zu früh geschmissen. Wir gehen nochmal weiter zum Zahlungsdienstleister. Und wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass Zahlungsdienstleister unter Druck gekommen sind. Wir hatten auch wirkliche Analysestunden hier zu
zu Zahlungsdienstleistern, muss man sagen. Und Etienne war einer der Kandidaten, muss man sagen, die ja eine lange Zeit im freien Fall waren und jetzt mal wieder positive Zahlen geliefert haben. Also ein Unternehmen, was es mal wieder gebraucht hat, einen positiven Horizont zu sehen. Und ja, das hat die Aktie deutlich nach oben katapultiert, muss man so sagen. Aber, und wir kennen das gerade an vielen Beispielen von einem Momentum, ja, wo man das Ganze auch wirklich brauchte. Also wenn wir das hier im Chart nochmal anblicken, dann sehen wir, 32% im Plus ist schön für alle, die in diesem Bereich hier unterwegs waren, aber wenn man halt schon längerfristig dabei ist, dann sieht man, da ist noch ein bisschen Puffer zu sehen und das liegt einfach daran, dass wir natürlich auch hier das positive Momentum haben. Wir sehen es bei vielen Zahlungsdienstleistern, wir sehen es bei PayPal und. Wie gesagt, und Etienne jetzt mal mit einem positiven Signal in Richtung dieser Zahlungsdienstleister. Ähnliches haben wir auch übrigens dann bei Affirm gesehen, kommen wir gleich nochmal zu. Auch bei Datadog gab es jetzt mal ein positives Signal, was die Zukunft betrifft. Also auch hier geht es ja um Cybersecurity, es geht um Cloud-Produkte und hier hat man jetzt gesehen, dass sich auch wieder ein bisschen positiveres Momentum zeigt. Man hat die Prognosen angehoben, man sagt sogar, hey, der Oktober war schon besser, als wir gedacht haben. Also Cybersecurity ist weiterhin ein großes Thema auch bei den Unternehmen und Datadog hat jetzt hier mal in eine positive Richtung gedeutet. Ich habe es, wie gesagt, gerade eben schon mal angekündigt, Affirm war auch einer der Player. Hier geht es ja auch um Zahlungsdienste, Buy Now, Pay Later ja auch immer wieder stark im Fokus, auch in der Krise im Fokus, weil man sagt, hey, ich brauche die bestimmten Produkte, ich muss sie kaufen, ich kaufe sie nicht jetzt, ich verschiebe den Kauf auf eine spätere Zeit. Affirm hat davon profitiert, aber auch bei Firmen kann man sagen, auch die brauchten dieses positive Momentum, auch die waren unter Druck. Ein weiterer spannendes Thema, wo es weniger um Zahlen ging, muss man so sagen, war Take-Two. Take-Two Interactive. Und wer sich jetzt fragt, was ist eigentlich Take-Two Interactive? Jeder, der schon mal was von GTA gehört hat, also Grand Theft Auto, dem Videospiel, muss man so sagen, der hat auch eine Verknüpfung zu Take-Two zumindest mal in dieser Hinsicht gehabt. Und dieses Spiel GTA ist ja immer mal wieder in den Schlagzeilen, weil es neue Milliardenumsätze macht, weil es neue Riesenumsätze macht. Und es ist eigentlich so, man sagt die Cash-Cow von Take-Two und es ist lange Zeit hinterher gewesen, dass GTA 5 herausgekommen ist als neues Spiel und jetzt hat man angekündigt, muss man sagen, man hat angekündigt, dass der neue Trailer zu GTA 6 bald erscheint. Das heißt, es ist nicht GTA 6 gewesen, es ist auch nicht der Trailer zu GTA 6 gewesen, sondern es ist wirklich nur die Ankündigung zum Trailer gewesen und das hat die Aktie rund 10% nach oben katapultiert, weil man halt die Hoffnung hat, dass ja, es dazu führt, dass man jetzt das neue Spiel auf den Markt bekommt, dass man wieder so horrende Umsätze macht und dass es weiter bergauf geht. Also mal eine Geschichte aus der Gerüchteküche, kann man so sagen, des Aktienmarktes. Auch für alle, die gerne Geschichten mögen, Walt Disney hat auch positive Zahlen geliefert. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass wir ja ganz gespannt darauf sind, wie sich das Momentum in dem Streaming-Geschäft und in den Themenparks weiterentwickelt. Und in beiden sehen wir eigentlich ein positives Momentum. Also wir haben sogar neue Abonnenten. Man schafft es immer mehr, Begeisterung für diesen Streaming-Dienst zu entwickeln, weil man halt selber diese starken Marken hat, die Kunden weiter sehen wollen, mittlerweile auch breit aufgestellt in den Segmenten, also nicht nur im Kinderfilmsegment quasi aktiv, aber auch die Themenparks zeigen eine deutliche Erholung, also auch da merkt man, dass ja das einfach wieder ein Nutzen ist für die Menschen und dass eigentlich, obwohl viele sparen sollen, gehen sie trotzdem auf diese Freizeitaktivitäten zu. Man muss ja sagen, insbesondere wenn man in die USA blickt, sind diese Parks richtig, richtig teuer. Also jeder, der das schon mal machen wollte, das, während man hier oftmals vielleicht 50, 80 Euro zahlt, ist man da gerne mehrere hundert Dollar los für so ein Ticket. Und dementsprechend natürlich aber ein positives Momentum für Walt Disney. Ja, und zum Abschluss nochmal ein Blick in Richtung Plug Power, in Richtung Wasserstoff. Als Unternehmen ja immer mal wieder in der Kritik gewesen, Plug Power. Seit Jahren erzählen sie eigentlich, die Margen werden sich verbessern, wir werden mehr an die Gewinnschwelle kommen, der Umsatz wird sich ausweiten. Ja, der Umsatz ist auch gestiegen, muss man ganz klar sagen, auf 199 Millionen Dollar, aber der Verlust hat sich halt weiter ausgeweitet und ein großer Problempunkt dabei ist, dass man sagt, ja, wir haben auch so ein bisschen Probleme mit der Liquidität. Also wir müssen neues Kapital potenziell einsammeln, um überhaupt das operative Geschäft aufrechtzuerhalten. Und es kommt halt immer mehr Kritik aus der Richtung, ist das überhaupt noch tragbar als Geschäftsmodell? Ist das überhaupt
operativ ein sinnvolles Geschäftsmodell, was dort angestrebt wird, kann man überhaupt so lange durchhalten, dass man vielleicht in Zukunft dann wirklich mal diese hohen Gewinne einfährt. Ich kann euch gerne mal nochmal den Chart von Plug Power zeigen, denn da, ja, wartet man vergebens eigentlich auf viel, viel Hoffnung. Also auch hier hat man natürlich eine sehr gute Zeit. Es gab hier mal Anfang der 20er diesen Boom oder Ende des Jahr 2020 diesen Boom in Richtung Wasserstoff. Da wurde die Aktie zu sehr, sehr hohen Preisen gehandelt und ja, befindet sich eigentlich seitdem auch in so wellenartigen Abwärtsphasen. Und wir sehen es hier unten, die Ergebnisse sind nicht das, was man erwartet. Also alles rote Pfeile und jetzt ja, ging es halt nochmal einen Schnaps quasi bergunter. Also Plug Power deutlich unter Druck gekommen, muss man ganz klar sagen. Mittlerweile auch die Marktkapitalisierung nur noch bei 2 Milliarden Euro. Und man hat einfach gesehen, dass man historische Tiefs hat in generell der Frage von Wasserstoffunternehmen. Also wir hatten letzte Woche die Frage, ja, was ist eigentlich bei Nucera los? Was ist bei den ganzen Wasserstoffspezialisten los? Ja, die Nachfrage ist momentan einfach nicht da, weil nicht so viel Kapital für die Forschung vorhanden ist. Und das merken die Unternehmen. Man baut zwar in den Hintergrund, oder das sieht man bei vielen Unternehmen, hat man auch bei Nel Azar zum Beispiel gesehen, weiter Bestellungen auf. Man baut weiter auf, dass man mehr produziert und. Aber es liegt halt weiter in der Zukunft. Und ja, insbesondere Plug Power macht halt auch noch deutliche, deutliche Verluste. Das, ja, zur quasi Geschichte der letzten Woche, kann man so sagen. Wir werfen mal einen Blick in diese Woche, denn wir haben ja noch spannende Unternehmen, muss man so sagen. Insbesondere spannende Unternehmen für alle, die sich auch um das Thema Dividenden sorgen oder um sich das Thema Dividenden ansehen. Wir haben die Home Depot, wir haben zum Beispiel Target mit dabei, Walmart, also große Ketten, die auch sehr gut widerspiegeln, wie das Konsumverhalten in den USA ist. Wir haben aber natürlich auch noch so ein paar Technologieplayer dabei. Wir haben C-Limited, die ja auch diesen Schwung in Richtung schwarzer Zahlen mal gemacht haben, dafür deutliche Einbrüche im Umsatz gesehen haben. Wir haben aber auch noch mal einen Blick hier an die großen Player nach China. Wir haben gesehen, China steht unter Druck. Wir haben also mit diesen zwei, drei Unternehmen, die dort halt wirklich noch mal Quartalszahlen rausbringen, noch mal einen starken Blick in diese Richtung. Und wir haben natürlich wie immer auch noch ein paar wichtige Zahlen. Wir haben wichtige Zahlen auch zur Inflation, die rauskommen in den USA. Wir haben wichtige Zahlen zur Konjunkturerwartung. Also allein schon heute wird ein spannender Tag, kann man so sagen. Aber Industrieproduktion in China ist auch wieder ein Thema. Also auch da wieder die Hoffnung, dass es man mal wieder einen positiven Blick auf das Land bekommt. Aber ähnliches halt auch in den USA. Also eine spannende Woche gefüllt mit Daten, das ist nur ein kleiner Auszug, ihr wisst es, im Wirtschaftskalender kann man sich vieles dazu nochmal ansehen, klickt da gerne drauf, falls ihr da up-to-date bleiben wollt, kann man so sagen. Auch bei uns steht noch einiges an, muss man so sagen, also wir haben morgen zusammen Aktienworkshop, muss man sagen, Thema Dividende. Wir wollen hier uns dem passiven Cashflow widmen, also wie kann man Dividenden in der aktuellen Phase nutzen. Wir haben es gerade eben gesehen, die Aktienmärkte laufen teilweise sehr, sehr lange seitwärts und die Frage ist natürlich, wie kann man jetzt aktiv Kapital aus diesem Markt ziehen. Dazu morgen, wie gesagt, Abend ein Webinar, 18 Uhr, könnt ihr gerne mit dabei sein. Wir haben aber auch Donnerstag noch einen Aktien-Roundup, den wir uns ansehen. Wir haben letzte Woche uns JP Morgan angeguckt, diese Woche werden wir uns insbesondere auch Broadcom angucken und am Donnerstag geht es dann auch los mit unserem Dividendenwachstumsdepot. Ja, aber 15. solltet ihr save the date morgen Abend für alle Clubmitglieder und auch Gäste. Da werden wir also das Dividendenstrategie nochmal vorstellen, warum man Dividende eigentlich jetzt auch in dieser Krisenzeit mitmachen sollte, also recht herzliche Einladung. Ich darf als Gast dabei sein, freue ich mich schon sehr. Das ist sehr spannend, genau. Und damit sind wir am Ende, Carlos. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehe ich schnell rüber. Jetzt gucken wir mal 11 Uhr, Kim Jun-Sen Strategie, also bleibt dran und dann kommt Christian heute mit Kickoff. Bis dahin. Tschüss.